zusammen. Ja, also der Postbote hat zwar eben nicht geklingelt, weil ich lag auf der Lauer und habe gewartet, bis mein Paket kam. Aber ja, meine Kreativdepotbestellung ist angekommen. Ja, also ich habe dann die Sammelbestellfunktion gemacht. Also ihr wisst ja selber, dass da die hatten ja große Aktionen über die Ostertage gehabt. Jo, und da habe ich mir auch das ein oder andere geholt. Da habe ich ganz schön zugeschlagen und das wollte ich euch zeigen. Also ich habe es zwar aus dem Karton rausgeholt, da ist auch schon was rausgefallen, aber zeige euch das noch mal so. So, da ist es. Ja, und diesmal habe ich zwei Goodies gekriegt. Und zwar habe ich einmal hier so einen Teepot. Das sieht ja süß aus. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Und dann habe ich hier natürlich immer mit Pärchen, ne? Und Freudentanzpost. Ich glaube, das sind zwei, die habe ich noch gar nicht. Ja, also die habe ich gekriegt. Also meine Katzen schwören hier rum. Da tut sich bestimmt der eine oder andere mit sich melden. Ja, und da schimmert ja schon was durch, ne? Weil ihr seht es. Moment, ich tue das mal gerade hier. Oh, da kommt noch mehr. Ich will ja euch nicht die ganze Spannung nehmen. Ich tue das mal weg. Auch noch selber noch nicht geguckt. So, und zwar habe ich mir einmal hier dieses Versa Fine Claire. Das ist auch nur das Einzigste, was ich geholt habe. Rainforest. Ich sag mal vom. Die, also Versa Fine ist jetzt nicht so günstig gewesen. Also Preise kann ich euch jetzt nicht nehmen, weil erstmal, das waren alles Angebotspreise, gibt es eh nicht mehr. Das eine oder andere gibt es auch gar nicht mehr zu kaufen, weil ich ja viel auch aus dem Sale gekauft habe. Naja, auf jeden Fall, das hatten die auch nicht jetzt großartig runtergesetzt. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, bleib mal ein bisschen dezent, was Versa Fine betrifft. Ich wollte das mal ausprobieren, wie das ist. Das ist mein erstes Versa Fine Claire. Ich habe ja sonst die, ach, wie heißen die anderen? Auch was von Versa. Oh, das sind so ganz kleine, sind das. Ich weiß jetzt nicht. Ich habe ja jetzt auf jeden Fall gedacht, ich probiere das mal aus. Also, das habe ich mir geholt. Ja, ich. Ja, also das habe ich mir geholt. Dann habe ich mir hier von The Stamp Market, ich weiß ja nicht, ich glaube, die Marke geht raus, ne? Weil die schreiben immer, solange der Vorrat reicht. Also das würde ich sehr schade finden, weil ich habe ja in den Videos, ich glaube, die Sabrina von Kreativpünktchen, die benutzt die ja auch und die hat gesagt, die findet die so richtig klasse. Und ich wollte mir die nach und nach eigentlich auch welche anschaffen. Ja, und wo die jetzt runtergesetzt haben. Ich meine, ich konnte mir nicht so viele holen. Ich sag mal, das Portemonnaie ist ja irgendwie auch immer ein bisschen begrenzt, ne? Ich habe hier sowieso schon meinen Rahmen gesprengt. Aber ja, und da habe ich mir gedacht, schau mir mal das Navy. Das ist ja ein dunkles Blau. Dann habe ich mir das Breeze geholt. Das fand ich richtig schön. Es leuchtet richtig. Das ist auch so ein Hellblau. Also das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich wollte eigentlich noch ein anderes, aber das habe ich irgendwie verpennt. Dann da habe ich mir das Minty noch geholt. Ich glaube, ich wollte mir das Lagoon, glaube ich, noch holen. Ich habe es verpennt. Naja, kann ich immer noch holen. Solange sie es noch haben. So, dann das Minty habe ich mir geholt. Also das sind jetzt so die Stempelsets, die ich mir geholt habe. Ja, ich wollte das dieses Mal auch ein bisschen aus dem Bildschirm alles rausnehmen, damit ich mich selber nicht erschrecke. So, dann habe ich mir hier Distress Oxide geholt. Ich hole diesmal die Produkte alle einzeln rein. Ich habe das Distress Oxide, das Violet. Also ich habe lila Töne, lila-rosa Töne habe ich. Aber das ist ziemlich kräftig, habe ich gesehen. So ein richtiges starkes Lila. Und da habe ich mir gedacht, das muss ich auch noch haben. Also da ich ja sowieso Lila-Fan bin, ne? So ein kräftiges habe ich noch gar nicht. Dann habe ich mir von Distress Oxide noch das Stormy Sky geholt. Das ist ein zarter Blauton.
Das habe ich mir noch geholt. Und also ich werde wohl mein Regal vergrößern müssen. Weil da, die passen da, glaube ich, gar nicht alle rein. Und von Distress das Mild Lavender. Das fand ich auch sehr schön, ne? Das ist, für, wenn ich das richtig gesehen habe, so ein Zwischending zwischen Rosé und Lila. Also so dazwischen, ne? Also die drei Farben habe ich mir noch geholt. Und ja, dann machen wir den Rest mal auf, ne? Schauen wir gerade. Ich bin auch selber ganz gespannt. Ach ja. So, dann habe ich mir von Wow habe ich mir eins geholt. Also die waren ja richtig schnell weg, ne? Diese ganzen Glitzerdinger, also die gingen ja weg. Da konnte man kaum... die ging schon beim Zugucken weg. Vor der Nase weg. Und ich habe ein paar Bestellungen an, ich weiß nicht, welchen Tagen, habe ich mitten in der Nacht, ich weiß auch nicht, ich bin wach geworden und dann habe ich da reingeguckt und habe ich was bestellt. Also mit der Sammelbestellfunktion, also wer sich da noch nicht auskennt, macht euch da ruhig mal schlau. Also das ist richtig klasse. Ich hatte ja in irgendeinem Video das mal erklärt. Also wenn ihr was kauft, dann müsst ihr bei dem, wenn ihr das abschließt, wo ihr beim Bezahlen und so, dann müsst ihr dann auf Vorkasse gehen und da gibt es die Möglichkeit sammeln. Und dann geht ihr halt einfach weiter und dann habt ihr das erste gesammelt. Und ihr könnt innerhalb 14 Tage sammeln und ganz zum Schluss, entweder mit der letzten Bestellung, gibt ihr in dem, also da gibt es so einen Blog, wo ihr was reinschreiben könnt. Entweder schreibt ihr da rein, dass ihr fertig seid oder eine kurze E-Mail an Kreativdepot, dass ihr fertig seid mit eurer Bestellung und dann wird das abgeschlossen und dann kriegt ihr eine Sammelrechnung und dann müsst ihr das bezahlen. Also ich finde die Funktion richtig klasse. Weil dann habe ich nicht, wenn einem immer was gefällt, so 3-4 Bestellungen hintereinander. Das hatte ich mich vorher gehabt. Naja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir hier das Minty bestellt. Das wollte ich mal ausprobieren. Das war kein super fein, aber das hat mir so richtig gut gefallen. Und das habe ich noch ergattern können. Das ist so ein Grün. Ich mag ja Grün sehr gerne. Und dann will ich mal gucken, wie das hier wie das dann funktioniert mit den Embossen. Nee, mein Kater will gerade auf den Tisch springen. Komm hier, geh mal rüber. Entschuldigung, Moment. Oh, nee, geh doch mal da rüber. So, Junge. So, also das habe ich mir noch bestellt, ne? Das war, so, hatten wir jetzt ein längerer Stopp. So, dann habe ich mir noch ein Washi-Tape bestellt. Das fand ich total süß von Studio Light. Das ist so ein Dreier-Set. Die fand ich ja richtig putzig, ne? Guck mal, das ist hier einmal hier mit so einem... hier mit sowas hier. Also ich finde die total süß. Dann habe ich hier, was steht denn da eigentlich drauf? Especially for you. Da war auf einmal zwischendrin. Ich denke auch, was ist denn da? Washi-Tape? Und das war auch total günstig. Kriege ich das hier auf? Ja. Also hier steht nur was drauf. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Especially for you steht da drauf. Dann ist hier, also das ist nur ganz einfach so, ja, das ist ja fast hier so dieselbe Farbe wie hier, ne? Und dann die hier, die sind ja auch hübsch, ne? Moment, wo ist denn das hier? Da. Ja, so Blümchen. Also die fand ich ja total süß. Also habe ich auch nicht viel gespart. Ja, ich sag mal 50 Cent vielleicht. Aber... Die sind mir direkt ins Auge gefallen. Da habe ich mir gedacht, die kommen doch mal ganz geschwind in meinen Warenkorb. Und vor allen Dingen, hier ist auch wieder so ein Dünner dabei. Ne, das finde ich ja auch immer gut. So, also die habe ich mir bestellt. So, also Washi-Tape. Haben die eigentlich irgendwie einen Namen oder so?
Another Love Story. Ja, ich glaube, das ist dann der Name. Ja, dann habe ich mir noch hier zwei von den Picket Fences bestellt. Also das ist, sind die ersten zwei, die ich auch besitze jetzt. Das ist einmal das Candy Kisses. Das fand ich total süß. Und zwar fand ich hier diese hier wie so Candy, diese Kreise da, diese Candy-Kreise. Die fand ich so hübsch. Ich weiß nicht, ob ihr das seht oder ob das mal wieder total unscharf bei mir rüberkommt, weil meine Kamera ja irgendwie nicht fokussiert. Also die fand ich total schön. Da sind ja auch Perlen drin, sehe ich. Also ich habe zum ersten Mal von Picket Fences jetzt sowas. Ja, und dann das hier, das habe ich mir zum Glück ergattern können. Das war nämlich auch ziemlich schnell ausverkauft, habe ich gesehen, mit Schneeflocken und so für Weihnachten schon mal. Das ist ja falsch rum. Und das heißt Icicles. Das ist auch sehr hübsch. Da sind so Schneeflocken drin. In sämtlichen Grünton. Ja, die zwei habe ich mir bestellt. So, dann machen wir mal das nächste. Die Tüte. Ja, und dann ganz einfach, ne? Ach so, Moment. Hier sehe ich ja gerade. Hier ist ja noch was. Guck mal hier. Ab hier bitte lächeln. Das ist so hübsch. Die Karte ist ja hübsch. Ist sie im Bild? Ja. So, dann tun wir die mal hier schön in das Bild. So, und dann habe ich mir hier, die dürfen ja natürlich auch nicht fehlen, ne? Die dürfen ja nie ausgehen. Die habe ich schon mal mitbestellt, wo die ja jetzt auch Prozente hatten. Habe ich mir gedacht, dann schadet das auch nicht, jeweils mal ein Paket mitzunehmen. Also das war das. Ja, dann habe ich mir hier aus der Sale-Abteilung hier den Rahmen mitgenommen von Kraft Emotions. Also die finde ich ja schon, ich habe die ganze Zeit gesehen, ne? Und dann habe ich ein Video gesehen von, wie heißt der Kanal jetzt? Schönes Handgemacht Berlin. Ich hoffe, ich verdrehe den jetzt nicht. Also die hatte den nämlich auch bestellt. Und dann fand ich den richtig toll. Und dann habe ich mir gedacht, ja komm, der sieht ja wirklich toll aus. Den musst du da mal mitnehmen, ne? Hier auch mit hier Blätterzweige und so. Also der sieht auch richtig klasse aus. Also er hat mir da auch in dem Video super gefallen. Da habe ich mir den auch noch schnell gesichert. Und ich muss echt sagen, da war ich auch sehr froh drum, weil kurz danach gab es den nicht mehr. Die haben wahrscheinlich alle das Video gesehen. So, oder viele, nicht alle, sondern viele. So, dann habe ich mir hier die Enamel Dots mitgebracht. Also ist ja nicht so, als hätte ich keine, aber ich habe da überhaupt kein Blau, habe ich gesehen. Ich habe sämtliche Farben, aber kein Blau. Und da habe ich mir gedacht, in der blauen Woche nimmst du dir mal eine mit, ne? Das ist Enamel Dots SBA 005. Das Blau ist auch sehr schön, also ein helles Blau ist das. Sehr schön. So, dann habe ich mir, das war nicht im Sale oder in der Osterwoche, das war davor gewesen. Das war in einem Freitagsrelease vor der Osterwoche. Die Stanze, und zwar heißt die Blumenkranz. Ich glaube, die war auch ziemlich schnell weg. Die habe ich mir bestellt. Also ich habe gedacht, die wäre ein bisschen größer, aber ich glaube, die reicht ja vollkommen. DIN A6, ja, die reicht ja vollkommen. Ach, manchmal sieht das alles irgendwie im Fernsehen, in den Videos und so, alles was größer aus. Ich bin mal gespannt, wie die aussieht, wenn die ausgestanzt ist. Sehr schön. Also da freue ich mich auch, dass ich die bekommen habe. Die hatte ja, glaube ich, 12,95 gekostet. Das war ja der reguläre Preis. Ja, dann habe ich mir noch die hier gesichert. Also die muss ich ja auch sagen, da war ich froh, dass ich die noch gesehen habe, weil die habe ich schon lange auf meiner Liste gehabt. Und wie ich gesehen habe, dass sie in der Sale-Abteilung war, habe ich direkt
zugeschlagen. Und ich habe auch gesehen, die war ziemlich schnell weg. Cutting Dice SBD095 von Simple and Basic. Also da bin ich auch sehr froh, dass ich die erwischt habe. Ne? Also die. So, dann habe ich mir auch wieder was bestellt von welchen, die ja leider den Shop verlassen. Und zwar habe ich mir hier das Stamp Market, da habe ich mir hier die Stanzen bestellt. Und zwar ist das die Stanze, lass ich mal gucken, Easter Egg Shaker. Das sind zwar Ostereiern, aber ich muss euch ehrlich gestehen, ich habe diese Stanze nur wegen diesen Blümchen eigentlich gekauft. Und die ist ja, glaube ich, von, ich weiß nicht, 25 Euro oder was, auf 12 Euro runtergesetzt worden. Und da habe ich mir gedacht, komm, dann nimmst du die mal mit. Dann hast du auch mal auf jeden Fall mal ein paar Ostereier, wenn du mal was basteln willst über Ostern, weil ich bin jetzt nicht so der Bastel, also der Osterbastler. Ja, aber wie gesagt, ich habe es am meisten auf diese Blümchen angelegt. Die sehen wunderschön aus. Da habe ich auch Bilder gefunden im Netz. Also die sieht richtig klasse aus. Die habe ich mir dann jetzt geholt. Also Easter Egg Shaker heißt die. Sehr schöne Stanze. Da müsst ihr echt mal, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ich habe keine Ahnung, ob die auch ausverkauft. Ist die ausverkauft? Ja, ich glaube, die ist mittlerweile auch ausverkauft. Also nur die Blümchen. Super schön. So, dann habe ich mir dann habe ich mir noch eine von The Stamp Market bestellt. Und zwar die hier mit dem mit diesem Kranz. Also ich muss echt sagen, auf dem Foto konnte ich damit nichts anfangen. Ich google ja immer viel, ne? Und da habe ich Bilder gefunden. Super schön sieht die aus. Also die sieht so unscheinbar aus. Scallop Window Frame heißt die. Die sieht so unscheinbar aus, aber das sieht total schön aus. Und die haben die ja, glaube ich, auf 50% oder mehr reduziert. Und da die ja wohl die Marke rausschmeißen, habe ich mir gedacht, wer weiß, wann ich da nochmal drankomme, dann nimmst du die mit für den Preis. Ne? So günstig kriege ich die ja dann bestimmt nicht mehr. Ja, also die war es dann auch noch. Ja, und dann eine, also die steht ja schon lange auf meiner Wunschliste. Und da muss ich auch sagen, die habe ich, glaube ich, auch von Schönes Handgemacht Berlin. Ich glaube von ihr. Ich glaube, die hat die nämlich auch. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber hier, die Pillowbox. Und sie hatte gesagt, dass sie größer ist als die anderen Pillowboxen. Dass sie mal eine richtig schöne Größe haben. Und die hat ja 25 oder 26 Euro gekostet. Und da muss ich echt sagen, das war ich nicht gewillt auszugeben dafür, ne? Und ja, jetzt hatten die ja runtergesetzt. Ich glaube, 12 Euro habe ich bezahlt. Also da habe ich mir gedacht, da kommt die auf jeden Fall mit. Die war auch rasend schnell ausverkauft. Das waren einer mit der ersten so, die direkt ausverkauft waren. Und ich bin froh, dass ich mir die ergattern konnte. So, dann habe ich, was habe ich hier noch was? Ja, ich habe hier noch was aus dem Ausverkauf. So, dann habe ich mir noch hier die hier geholt. Und zwar ist das, wie rum ist denn das jetzt hier? Ah, hier. Von All and Create fand ich diesen Stenzel hier sehr interessant. Mit diesen ganzen Kreisen. Auch da habe ich mich im Internet schlau gemacht nach Bildern, wie das denn überhaupt in der Praxis aussah, weil die hatten leider keine Beispielbilder da gehabt. Da steht zwar immer ein Link auf die Beispiele von dem Designteam, aber da ist das, ja, das war mir dann zu viel, da was rauszusuchen, weil leider ist nicht direkt das Video oder das Bild damit verlinkt. Und da habe ich halt im Internet geguckt. Und das sah richtig cool aus, was sie da gemacht haben. Ja, und habe ich mir gedacht, komm, dann nimmst du die mal mit, ne? Vielleicht mache ich da auch was in meinem Pasten. Ich bin noch nicht ganz sicher. Ich muss mal schauen. Mal gucken, was ich da mache. Ja, auf jeden Fall, die habe ich dann auch mitgenommen. Das ist die 45. Ich glaube, die haben ja immer Nummern.
Hier diese Nummern haben die, glaube ich. Design by Arte. Ja, okay. Digital Bubbles heißt die. Digital Bubbles. Und das ist die 45. Ja. Also die hat Größe. Ich würde sagen, das ist hier so, ja, so eine Viereckkarte, ne? Das ist so die Größe einer Viereckkarte. Ja. So, und dann habe ich mir noch mitgenommen, den hier. Wo habe ich den eigentlich gesehen? War das auch bei der Schönes Handgemacht Berlin? Ich glaube, bei der war das gewesen. Die hat sich die auch gekauft und dann hat die da mit Paste, glaube ich, gearbeitet. Also es sah so super cool aus. Ja, musste dann natürlich in meinem Warenkorb rein. Ne? Ja, von Design 5. Stenzel D5S002 ist die Nummer. Ich weiß sonst nicht, wie die heißt. Aus Dänemark kommen die wohl. Also ich muss sagen, von Design 5 habe ich vorher noch nie was gehört oder gesehen oder gelesen. War mir jetzt neu. Ja, das war der Stenzel. Ja, dann habe ich mir noch was von, wo es die 17% gab. An dem Ostermontag habe ich auch noch was geholt. Und zwar einmal diesen Rub-On. Ich finde den ja so süß, ne? Mit diesen Vögelchen. Also ich weiß nicht, ich hätte mir davon 20 Stück bestellen können. Ich finde die so schön. Waldtiere Herbst. Ich zeige euch die nochmal. Ich finde die ja sowas von schön. Also echt, kann ich euch nur empfehlen. Da habe ich auch so eine süße Karte mitgemacht. Ich weiß gar nicht, habe ich die eigentlich noch irgendwo? Ich weiß nicht, habe ich die noch irgendwo? Ich muss mal gerade... Weil ich weiß nämlich, dass ich die nicht abgegeben habe. Die habe ich nämlich behalten, weil ich die so süß fand. Aber ich kann sie jetzt nicht finden. Nee. Das wäre jetzt auch zu lange zum Suchen. Tut mir leid. Ich hätte euch die gerne gezeigt, weil das ist die einzigste Karte, die ich mich nicht abgegeben habe, weil ich die so süß fand. Das ist nämlich einmal die hier. Guck mal hier mit den Vögelchen. Das ist auch total süß. Also so hübsch. Da habe ich ja jetzt 6 Euro irgendwas. 6,60 Euro anstatt 7,95 bezahlt. Also die musste ich dann unbedingt haben. Ne? Ich finde das ja so, mit, so süß mit den Vögelchen. Und dann als Geburtstagskarte. Das ist doch... Guck mal hier mit den Vögeln hier da. Die sind ja so süß. Und dann hier noch. Da habe ich nämlich, die hier habe ich da verwendet. Ich meine, ich hätte die in irgendeinem Video auch gezeigt. Die Karte. Also ich finde die ja so süß. Ne? Also die musste ich unbedingt. Ich war ja froh, dass die überhaupt wieder bestellt war. Also mit den Rabons ist ja bei Kreativdepot total der Hype. Ne? Die sind ja ständig alle ausverkauft. Und sobald mal wieder was da ist, schwupp, sind sie wieder weg. Also, die haben aber auch schöne, muss ich ja mal sagen. Ne? Wunderschöne haben die. Und ich hoffe, dass die auch nicht so schnell aus dem Programm gehen. Weil die finde ich ja sowas von süß. Die müssen die lange im Programm halten. Also bitte, liebes Kreativdepot-Team, behaltet diese Waldtiere lange im Programm. Ich finde die ja so süß. Die kaufe ich bestimmt noch ein paar Mal nach. So, also die habe ich noch geholt. Ja, dann hatte ich jetzt von dem vorletzten Release, da war ich nämlich auf einen Stempel, der hat mir so gefallen, da habe ich mir gedacht, nee, also das ist mir dann ein bisschen zu viel Geld. Wenn du den holst, dann machst du das, wenn die da in der Osterwoche, weil wir sind ja alle per E-Mail, also ich zumindest war einer derjenigen, die per E-Mail, ich habe ja den Newsletter von denen abonniert, da bin ich per E-Mail informiert worden, dass Ostermontag halt nochmal ein großer Ausverkauf ist. Ja, und da habe ich mir gedacht, warte bis dahin, entweder gibt es den bis dahin noch oder es soll halt nicht sein. Ja, und was soll ich euch sagen, den gab es tatsächlich noch. Ich habe hier diesen super schönen Stempel
gefunden, ist gut, super schönen Stempel bestellt. Ich bin so happy, dass ich den habe. Das ist Kranzliebe 2. Ich finde die ja so schön. Vor allen Dingen mein Lieblingskranz hier ist der hier. Das ist mein Lieblingskranz. Den finde ich ja so schön. Kann bestimmt schön ausmalen. Richtig toll finde ich den. Hier unten, der ist auch sehr schön. Der hier ist auch hübsch. Also die sind eigentlich alle schön. Aber das hier ist mein Lieblingskranz. Den finde ich richtig schön. Und da bin ich auch sehr froh, dass ich den zu einem günstigeren Preis bekommen habe. Ja, ich meine, ich weiß, das sind alles Qualitätsstempel. Das ist ja Photopolymer. Und die haben halt ihren Preis. Aber ja. Unsere Portemonnaies sind ja halt auch nur begrenzt, ne? So, das Volumen da drin. So, auf jeden Fall, ich bin sehr froh, dass ich den jetzt geholt habe. Ja, und da habe ich mir noch eins geholt, was ja auch schon lange auf meiner Liste stand. Ja, und die hatten das jetzt wieder lieferbar. Da war ich ja ganz erstaunt. Da habe ich mir nur gedacht, hui, hoffentlich sieht dort keiner. weil ich den nämlich auch gerne mit Rabatt gehabt hätte. Ja, und siehe da, ich habe es geschafft. Das ist der Milchkarton. Den habe ich bekommen. Aber ich muss sagen, ich finde den doch etwas klein, ne? Ich war erst am Überlegen, soll ich mir die überhaupt bestellen? Weil ich hatte ja mal hier von der, wie heißt es, von Kreativbündchen, von der Sabrina. Das ist die Sabrina, ja. Die hat ja mal hier für die Tassen, ne? Das war ja hier mein erster Versuch, wo diese Glasschale nicht reinpasste. Das sieht ja auch aus wie ein Milchkarton, ne? Da habe ich mir gedacht, ob ich da überhaupt bestellen soll, weil eigentlich weiß ich ja, wie das geht. Aber manchmal ist man halt einfach zu bequem, ne? Ja. Ja, jetzt habe ich den auf jeden Fall auch. Freue mich aber trotzdem. Und vor allen Dingen auch günstiger bekommen, ne? So, das war meine Kreativdepot-Bestellung. Sonst habe ich nichts mehr, ne? Ja, das reicht ja auch. Ja, also ich habe das diesmal extra nicht ins Bild gelegt. Das hat ja einen Hintergrund, damit ihr die Masse nicht sieht. Ich war selbst sehr erschlagen. Naja, auf jeden Fall. Ja, ich werde mich jetzt demnächst auch mal ein bisschen wieder zurückziehen, ne? Also. Weil irgendwo ist das ja alles. Man kann ja halt nicht immer so, also na, ich muss mich jetzt mal ein bisschen zurückhalten. Da ist zwar noch was offen, was da unterwegs ist. Ich habe ja auch bei Kreativbund habe ich ja was bestellt. Die hatten ja auch diese Prozentaktion gehabt. Und das Kreativbund, ja, da hat ja die, ich weiß nicht, wie sie heißt, Krivite. Ich kenne den. Ich weiß jetzt nicht, wie der Kanal heißt. Tut mir furchtbar leid. Die hat ja auch aufgerufen, dass man da mal was bestellen soll, weil es dem Shop nicht so gut geht. Ja, und dann, wo dann die Prozente war, habe ich mir gedacht, komm, das machst du dann auch. Da nimmst du aber auch wirklich nur Produkte, die die auf Lager haben. Ja, ich habe dann ein Produkt bestellt, da stand halt drin, dass die Lieferung bereits unterwegs ist. Da habe ich mir gedacht, ja, dann ist das ja kein Problem, wenn das sowieso kommt. Ja, und eine Sache habe ich nur auf Bestellung gemacht, weil die wollte ich dann unbedingt haben. Der Rest ist aber alles Lagerbestand. Es war mir da auch was wichtig, damit die ihr Lager auch leer bekommen. Und also es ist jetzt nicht so viel, aber ich sag mal immer, jeder so ein Stückchen, ne, das hilft ja dann auch letztendlich. Ja, und dann, das wird dann auch noch kommen. Und ja, dann, ach ja, und bei meinem XL-Haul, den ich gemacht habe, ja, was soll ich euch da sagen, ne? Ist mal wieder nicht alles im Video gewesen. Ich habe nämlich später noch was. Irgendwo auf dem Wohnzimmertisch hab liegen sehen. Da denke ich so, ja, super, hast du wieder was vergessen, ne? Ja, aber so kommt das dann, ne? Da vergisst man hier was oder da was oder dann will man ein reines Video von Kreativdepot drehen. Da tut man ja dann, also ich will ja dann nur ein reines Kreativdepot-Video
Video stellen. Da tue ich ja nicht noch andere Produkte von anderen Shops mit reinholen. Deswegen, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch was vergessen. Wenn dann der Rest mal irgendwann mal da eingetrudelt ist, dann werde ich das nochmal zusammen abdrehen. Aber ich werde mich jetzt mal ein bisschen zurückhalten. Ich sag mal, der Wille ist da. Wie das Ergebnis ist, weiß ich natürlich nicht. Ich meine, letztendlich liegt es ja nur an mir. So, auf jeden Fall, das war mein Kreativdepot-Haul gewesen. Und vielleicht hat der ein oder andere ja auch was ergattert. Und ja, dann ich wünsche euch noch einen schönen Tag und passt alle gut auf euch auf. Und bis zum nächsten Video. Tschüss!